Da kommen wir wieder rein, indem du mir doch bitte mal die nette Anekdote erzählst, wie das ankam, als ihr gespielt habt, als du diese Verrückte mit den Gästen gespielt hast. Genau, und wie das also auf Haus ankam. Die war sehr beliebt, die Inszenierung und meine Rolle im Allgemeinen, weil die war einfach, ich glaube, die war halt einfach lustig, so kann ich jetzt mal so sagen. Wir hatten da einfach was Gutes gefunden, die Regisseurin und ich, zu allem bescheuerte Gesten. Auf die dämlichste Art, was hatten wir zum Beispiel? Steuerhinterziehungsakten war dann halt Steuerhinterziehungsakten. So, also alles wurde. War so? Ja, wegen Akt. Schon klar. Schon ja. Klar. Ja. Also, und sie machte immer, also es ging dann, also die Geschichte ist ja, dass sie irgendwie mit dem Typen in ein vermeintlich leerstehendes Haus kommt. Er ist Makler und er sagt irgendwie, ja, es ist niemand zu Hause, die Haushälterin hat auch, und sie sagt immer nur toll. Als Antwort. Und naja, in der Leseprobe habe ich das halt noch ganz ordentlich immer toll, toll, möglichst verschieden auch toll. Und irgendwie in der zweiten szenischen Probe sagte die Regisseurin, Kathi, du spielst mir das irgendwie zu gut. Mach doch mal alle Tolls gleich. Und so kamen wir dann auf dieses völlig debile Toll! So, und das war dann einfach wirklich, oder ist eigentlich bis heute, ist es noch immer der Running Gag so bei allen Mitarbeitern, was ich natürlich auch total schön finde. Also so. Und dann, deswegen komme ich jetzt drauf, dann lief dieser Abend schon eine Zeit lang und dann hat sich mit einem Kollegen bei uns in der Bar einen musikalischen Abend, den haben wir selber quasi entwickelt, das war so unser Baby, den haben wir genannt You Shook Me All Night Long nach dem AC/DC-Song. Und da konnte ich sozusagen machen, was ich wollte und da wollte ich dann halt total was anderes und hat mir irgendwie in der Maske so ein Irokesen verpassen lassen, also natürlich nicht rasiert, aber unsere Maske ist sehr gut, die hat das irgendwie dann alles so gemacht, dass es aussah wie einer. Und dann kamen zwei von unseren Technikjungs in unseren Abend, die habe ich mich super gefreut, die saßen dann in einer Vorstellung, saßen sie dann da bei uns in der Bar. Und dann haben die hinterher gesagt, Kathi, wir wussten überhaupt nicht, dass du sowas auch kannst. Aber die Frisur ist scheiße. Das fand ich irgendwie, das war eigentlich so das größte Kompliment, was die mir machen konnten. Ja. Ich würde gerne noch so zwei, drei Sätze, jetzt nicht die lange dramatische Geschichte, wie man Schauspieler wird, aber ist ja auch, wir kennen uns ja tatsächlich auch schon zwei, drei Tage. Ja. Auf jeden Fall kennen wir uns schon in der Zeit, da warst du eben noch keine Schauspielerin. Nee, und, also jedenfalls keine professionell ausgebildete. Genau. Ja. Sondern das klassische unter 20-jährige Mädchen, das gerne Schauspielerin werden will, wie ja so viele andere auch das werden wollen und woran ja auch viele scheitern. Aber was mich vielleicht mehr interessieren würde, als so, wie wird man den Schauspieler, ist einfach, wie ist das denn, kannst du dich noch daran erinnern, wie du dir damals den Beruf erträumt hast und wie ist er heute im Vergleich? Ja, ich kann mich daran erinnern und ich muss sagen, der Unterschied ist gar nicht so groß, weil ich glaube, ich eine relativ klare Sicht immer hatte auf den Beruf. Also ich glaube, ich war zu keinem Zeitpunkt besonders blauäugig, was aber auch daran lag, dass, weißt du, dass wir hier am Theater Oberhausen irgendwie sehr close waren mit den Schauspielern und man das irgendwie eigentlich ziemlich von Anfang an mitgekriegt hat, was es eigentlich heißt. Und ich hatte dann auch schnell Schauspieler in meinem Freundeskreis und so und war ja auch lange mit einem älteren Schauspieler zusammen, von daher wusste ich einfach, glaube ich, relativ früh, was es heißt und das ist, glaube ich, etwas, was nicht bei allen so ist. Also ich arbeite ja mittlerweile auch selber mit jungen Menschen, die auf die Schauspielschule wollen, also jetzt schon zum dritten oder vierten Mal. Und ich bin dann manchmal so ein bisschen überrascht, noch nicht mal, dass die besonders naiv sind, sondern vielmehr, dass die irgendwie so gar keine Idee haben, wie es eigentlich ist. Und da wundere ich mich immer so ein bisschen, denke, das war bei mir irgendwie anders. So. Was, glaube ich, der größte Unterschied ist, ist, dass man einfach natürlich mit 18 oder so nicht daran denkt, wie das ist, wenn man dann halt wirklich ein Festengagement hat
und wirklich jeden Tag auf die Probe muss und dann hat man schon wieder verkürzte Ruhezeiten und dann hat man wieder irgendwie kaum gepennt und muss morgens um 8.30 Uhr schon wieder in der Maske sitzen und die 38. Weihnachtsmärchenvorstellung spielen. Das sind Sachen, die hat man, man weiß vielleicht, dass das aber passieren kann, aber was es wirklich bedeutet, das checkt man dann erst, wenn man drin sitzt. Ich habe aber auch genauso Momente, wo ich wirklich, wenn ich irgendwie mit meinem Ensemble oder so irgendwo sitze, dass ich dann manchmal so, auch nicht oft oder so, aber hin und wieder denke ich so, ach krass, das ist wirklich so geworden, wie ich das wollte. Ich denke, hups, jetzt ist das so und das ist irgendwie total schön. Und eben jetzt habe ich gerade wieder auch einen jungen Mann getroffen aus Darmstadt, der jetzt in Kopenhagen Schauspiel studiert, der aber irgendwie sagte, boah, ihr seid so krasse Schauspieler und ihr seid meine Vorbilder. Und ich sitze da und denke, das ist doch Quatsch, weil ich bin doch selber gerade erst so dagestanden wie du. So. Mhm. Ja. Mhm. Habe ich jetzt überhaupt deine Fragen beantwortet? Ich weiß es gar nicht. Ja, hast du sehr gut beantwortet. Ja. Ja. Und ich mag die Antwort auch deswegen, weil wer kann von sich schon, es gibt ja nicht viele, die von sich behaupten können, okay, ich bin einen Weg gegangen, da hatte ich eine gewisse Vorstellung und die ist auch zumindest in weiten Teilen eingetreten. Dass es immer noch dieses Berufsdrum herum gibt, dass man halt viel arbeiten muss oder gestresst ist oder Dinge auch nicht immer gut laufen. Das ist, was man immer lernen muss, ob man Glück hat oder nicht. Das ist so, so ist es eben. Ja, und auch die Balance zum Beispiel eben, dass man natürlich auch manchmal vielleicht künstlerisch nicht so hinter einer Sache steht oder irgendwie denkt, ich würde aber lieber anders spielen. So. Weil für mich war immer so, Hauptsache ich schaffe das erstmal. Mhm. Und klar, jetzt kann man auch meckern auf hohem Niveau irgendwo, aber man muss sich irgendwie vergegenwärtigen, dass es dann halt ein hohes Niveau ist. Weil für mich wäre das Schlimmste gewesen, daran zu scheitern und mir irgendwie nach 35 Vorsprechen eingestehen zu müssen, dass es halt nichts wird und mir irgendwie was anderes überlegen zu müssen, was ich jetzt studiere oder so. Das wäre für mich ganz schlimm gewesen. Du hast gerade mit so einem Nebensatz gesagt, naja, dann lief die Ausbildung und du warst da auf deinem Weg und dann hast du auch ganz viele Schauspieler kennengelernt und warst auch lange Jahre mit einem älteren Schauspieler auch zusammen liiert. Ja. Und du hast mir eben in einem privaten Gespräch, das darf ich aber glaube ich auch sagen, hast du so erzählt, ich bin auch so froh, dass ich jetzt mittlerweile mal ein paar Freunde habe, die nicht im Theater sind. Ja. Wieso ist das eigentlich so? Das ist tatsächlich auch so meine Beobachtung und was auch, bin ich nicht der Einzige, der das beobachtet, was mir ja auch viele Mitarbeiter im Theater und auch andere Schauspieler erzählen. Das Theater ist schnell so eine eigene Welt, wie so eine Insel. Mikrokosmos. Genau. Total. Noch stärker als, glaube ich, in vielen anderen Bereichen, dass man aus dieser Blase so schlecht irgendwie rauskommt. Ich konnte mir das nie so richtig erklären, weil wir sind ja eigentlich alles nette Leute, die auch offen sind und gerne reden und feiern. Und warum ist das so? Oder warum glaubst du, dass es so ist? Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Also zum einen glaube ich, weil man ja schon auch in so einem Ensemble oder überhaupt in einem Theaterbetrieb erstmal so eine lustig zusammengewürfelte Zweckgemeinschaft ist. Weil die meisten, also vor allem die Künstler, ziehen dorthin, um an diesem Theater zu arbeiten. Und das ist schon mal etwas, glaube ich, was uns von vielen anderen Berufen unterscheidet. Ich meine, vielleicht heute auch nicht mehr ganz so, aber in der Regel suchen sich Leute, glaube ich, schon auch aus, wo sie leben wollen und versuchen da irgendwie ihren Job zu machen. Bei uns ist es umgekehrt. So, das bedeutet, dass man da gerade am Anfang oft auch sehr einsam erstmal ist, weil ich ziehe da hin, um dort mein Engagement eben anzutreten und ich kenne niemanden. Und auch durch unsere Arbeitszeiten, nämlich Proben irgendwie morgens bis mittags und dann wieder von 18 Uhr bis spät, was natürlich auch oft dazu führt, dass man dann auch noch bis in die Nacht irgendwie zusammensitzt. Und auch feiert, aber auch irgendwie weiter redet, diskutiert. Das, alleine das kapselt einen schon von vielen anderen Leuten ab, weil ich habe immer noch meine beiden besten Freundinnen aus der Schulzeit. Die machen irgendwie, die eine ist Lehrerin, die andere ist in der Forschung. Und ich schaffe das oft über Wochen einfach nicht mit denen zu telefonieren, weil die einfach genau dann nach Hause fahren, wenn ich gerade wieder zur Abendprobe gehe.
So, und natürlich habe ich dann hauptsächlich die Leute, die die gleichen Arbeitszeiten haben wie ich. So. Und natürlich dreht man sich auch extrem um das, woran man gerade arbeitet oder auch dann um sich selber. Und das können Leute, die dasselbe machen, glaube ich, dann auch oft einfacher verstehen. So. Und trotzdem merke ich, also jetzt, wo ich irgendwie seit einiger Zeit auch ein paar Leute in Darmstadt außerhalb des Theaters habe, dass es auch wirklich herzerfrischend ist, nicht immer in der gleichen Suppe quasi rumzurühren. Und irgendwie auch mal vielleicht über was anderes zu reden oder mir auch mal anzuhören, was die in ihrer Arbeitswoche so erlebt haben. Mhm. Ja. Meine Liebe, ich bin dir total dankbar, dass wir so spontan uns haben hier hinsetzen können und auch mal so ganz allgemein irgendwie mal einen Einstieg finden. Ich werde noch dankbarer, wenn wir das wiederholen können. Und auch gerne mal zu Themen, die gar nicht so sehr Theater oder Fotografie sind, sondern gerne uns auch so nochmal unterhalten. wenn wir uns hier sehen, gerne aber auch per... Ich stelle jetzt einfach immer eine Kamera auf, wenn wir uns treffen. Ja, nein. Nein, das können wir nicht mal machen. Nein, 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 das lieber nicht. Da sind die Themen dann noch andere. Nein. Ja. Aber nee, würde mich wirklich freuen. Also, wenn du Lust hast, dann sehr, sehr gerne. Das soll das regelmäßig machen. Und wenn ich nach Darmstadt komme, dann kriege ich die Kamera mit. Jetzt hast du es sogar gefilmt. Du musst nach Darmstadt kommen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ist versprochen. Sehr gut. Cool.